einen Märchenbuchautor als Wirtschaftsminister einsetzt und eine Trampolinspringerin als Außenministerin, dann hat man irgendwann den Salat und wir brauchen Pronomen, Gendern, Regenbogenflaggen und so weiter. Das bringt aber den Menschen halt kein Brot aufs Tablett. All das war nicht einkalkuliert, bin ich ganz ehrlich, deswegen die Prognose war falsch. Die Amerikaner drucken einfach auf den Knopf und können, deswegen haben sie ja 34 Billionen Dollar Schulden, können jeden Krieg aus der Druckerpresse finanzieren. Mit Bitcoin keine Chance, geht nicht. Das ist ein Paradigmenwechsel, das ist eine neue Zeitrechnung. Wir alle spüren doch intuitiv, dass die Welt aus den Fugen geraten ist und dass wir nicht mehr in der Welt vor Corona sind. Und das kommt jetzt in den nächsten Jahren. Und ich glaube, einige werden wirklich aufwachen, hartes Aufwachen haben, dass wir gerade die Matrix verlassen und dass die alte Welt nicht mehr funktioniert, dass wir angelogen worden sind. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Gast. Er ist Finanzexperte und zigfacher Bestseller-Autor. Herzlich willkommen, Marc Friedrich. Hallo Mario. Marc, sehr schön, dass du bei mir zu Gast bist und es gibt natürlich einen Grund. Dein jüngstes Baby, wahrscheinlich wieder ein Bestseller. Ich gratuliere dir schon mal, die größte Revolution aller Zeiten. Ja, könnt ihr jetzt schon bestellen erstmal. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Deine Worte in Gottes Ohren und ja, schön da zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und wir haben was Spannendes geplant. Natürlich heute wollen wir über Bitcoin, Aktien und Co. reden, vielleicht auch über den möglichen nächsten Crash. Da müssen wir natürlich auch drüber sprechen und wir haben mal nachgedacht über ein Streitgespräch mit einem gewissen Herrn Kommer, Leute. Marc Friedrich versus Gerd Kommer. Würdet ihr das gerne sehen in den kommenden Wochen? Dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare und gebt mal ein paar Likes. Bei 10.000 Likes sagt Marc vielleicht, ja okay, das machen wir dann. Sehr schön. Ich bin gespannt und freue mich sehr darauf, wenn wir das auf die Beine stellen können. Marc, jetzt muss ich aber mal eine unangenehme Frage stellen. Die größte Revolution aller Zeiten, davor gab es die größte Chance aller Zeiten. Aber früher hieß es immer der größte Crash aller Zeiten. Ist das ein bisschen billig vom Crash, dann auf einmal auf Chance zu wechseln? Nein, ganz und gar nicht, weil Krisen sind ja Chancen. Du brauchst dir erstmal Krisen, um eine Erneuerung zu finden, um auch Chancen zu generieren. Und deswegen ist es eine logische Schlussfolgerung vom Crash zur Krise, zur Revolution, zur Chance. Aber der Crash, der angekündigte, der kam ja bislang noch nicht so wirklich. Auch zum Beispiel beim Euro. Also du hast ja gesagt, bis spätestens 2023 gibt es den Euro nicht mehr. Ja. Also der Crash kam ja nicht. Also wenn man mal rausguckt, muss man sagen, wir sehen schon eine Akkumulation von Krisen, die eingetreten sind. Beim Euro tatsächlich, muss ich sagen, war eine Fehleinschätzung. Aber wenn ich es mir anschaue, die Kaufkraft offiziell, 40% hat der Euro seit Einführung verloren, gegenüber anderen Assets wie Gold zum Beispiel über 90%. Und gegenüber Bitcoin ist der Euro schon längst in Hyperinflation, 99,99%. Deswegen will ich schon sagen, eine Art Crash ist da. Aber das Ende, wie ich es gedacht hätte, ist nicht gekommen. Ich hätte auch nicht erwartet, dass die EZB ihre eigenen Regeln ad acta legt, Maastrichter Grenzen zum Beispiel, Maastrichter Regeln wurden alle gebrochen oder dass sie ihre Bilanz aufblähen auf fast 9 Billionen Euro. All das war nicht einkalkuliert, bin ich ganz ehrlich, deswegen die Prognose war falsch. Okay, aber hast du die jetzt komplett über den Haufen geworfen? Also sagst du, die werden den Euro jetzt weiterhin am Leben halten, 5, das 10, 20 Jahre oder glaubst du, ja gut, dann dauert es halt bis 2025, also was ist da deine Prognose? Also meine Prognose ist nach wie vor, ist nicht die Frage, wann. Ja, nee, Entschuldigung, es ist nicht die Frage, ob es nur lediglich wann. Genau. Und ob es jetzt in 2 Jahren passiert oder 3 Jahren, wir sehen, dass die Notenbanken immer desperater werden. Vor allem auch die EZB versucht natürlich jetzt mit dem CBDC, mit dem digitalen Euro, das ganze Fiat-Betrugssystem, wie es ich despektierlich nenne, einfach aufs nächste Level zu heben, um noch länger Kontrolle zu haben, weil mit einem digitalen Euro gibt es keine Möglichkeiten mehr, dass Bankruns stattfinden, beziehungsweise kann man das Geld sogar dann programmieren. Und dahingehend denke ich mal, sie erkaufen sich lediglich Zeit und jeder muss selber entscheiden, wenn er sich die Kaufkraft anschaut, wie die Kaufkraft uns genommen wird, will ich im Euro drinbleiben oder suche ich lieber Alternativen wie Aktien, Bitcoin, Gold oder irgendwas anderes? Also schon mal Hut ab, dass du so klar sagst, war eine Fehlprognose. Ja, haben wir bei den Prognosen nicht ein Problem, weil du hast es gerade schon erklärt, es gibt ja so viele Player, es gibt die Notenbanken, Staaten, wer da alles mitmischt. Und man weiß dann eben nicht, wer an welchem Hebel zieht. Ja. Also sind solche Prognosen im Endeffekt ja, für die Tonne, weil man einfach nicht weiß, wer dann irgendwo halt nochmal reingrätscht. Also für mich ist es immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Also welcher Wahrscheinlichkeit gebe ich, dass der Euro noch in 10 Jahren besteht? Und da muss ich sagen, das nimmt von Tag zu Tag ab. Und wenn du in den Rückspiegel der Geschichte schaust, das haben wir ja, Florian Kössel, Co-Autor und ich haben das ja gemacht, wir haben uns 2000 Jahre Geldgeschichte angeschaut, dann siehst du einfach, dass so ein Geldsystem zwischen 80 und 100 Jahre Bestand hat. Und dann fängt es an, auseinanderzubrechen durch Münzverschlechterungen, durch Inkompetenz, das haben wir ja auch gerade momentan, beziehungsweise
beziehungsweise durch historische Fehlentscheidungen. Und deswegen sind wir gerade in einer ganz besonderen Situation, weil wir gerade das Ende eines Geldsystems sehen. Wir sehen ja Pax Americana, also die USA, wird in Frage gestellt. Wir sehen, der Petrodollar wird in Frage gestellt. Die BRIC-Staaten emanzipieren sich. Und es ist gerade eine große Zeitenwende, in der wir uns befinden. Und das geht meistens einher mit einem neuen Geldsystem. Und es geht auch leider dann Hand in Hand mit Verwerfungen, Turbulenzen, volatilen Märkten, aber auch kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das ist eine einmalige Situation zu unserer Lebzeit. Und darauf möchten wir einfach hinweisen. Und natürlich, die EZB hat viele Asse noch im Ärmel. Wir sehen, die Politik hat Eigeninteressen. Natürlich werden die ihr Geldprivileg, Geld aus dem Nichts zu schöpfen, nicht irgendwie ohne Kampf aufgeben, sondern die werden natürlich versuchen, so lange wie möglich dieses Privileg der Geldschöpfung innezuhalten. Sowohl die Fed als auch die EZB und alle anderen Notenbanken. Aber im Rückspiegel der Geschichte, leider, Papiergeld kehrt immer zum inneren Wert zurück, nämlich null. Was war denn der größte Aha-Moment? Also ihr habt ja wirklich viel recherchiert, ist ein tolles Buch geworden, auch Danke. Mit vielen tollen Grafiken. Wirklich zu empfehlen. Was war so ein Aha-Moment? Weil du beschäftigst dich ja schon lange damit, mit dem Thema. Gab es nochmal sowas, wo du gesagt hast, wow. Ja, das tatsächlich. Das ist der Hammer. Ja, mehrere Punkte. Cantillon-Effekt schon mal gehört? Ja. Ja, fand ich sehr interessant, dass praktisch nur einige wenige, die nahe dran sitzen, genau, quasi am meisten profitieren, was vieles erklärt. Oder zum Beispiel Gold versus Bitcoin. Dass Bitcoin sogar Gold überlegen ist, weil du hast halt diese Portabilität. Du kannst Bitcoin überall hin mitnehmen. Oder der Unterschied zwischen Währungen und Geld kennen auch die wenigsten. Währungen wie Euro, Yen, die sind alle schön und gut. Aber was Bitcoin, aber auch Gold als hartes Geld definiert, wahres Geld definiert, ist, dass sie auch diese Wertspeicherfunktion haben, dass praktisch eine Kaufkraft geschont bleibt. Weil wir alle geben ja das Wertvollste her, was wir besitzen, nämlich unsere Lebenszeit, was wirklich limitiert ist, um Geld zu verdienen. Und wenn dieses Geld dann durch, also die Währung, die wir dann verdienen, Euro, durch Inflation uns geraubt wird, dann wird uns eigentlich Lebenszeit gestohlen. Und wie gesagt, seit Einführung des Euros offiziell haben wir schon 40% Kaufkraft mit dem Euro verloren. Und wenn du jetzt schaust, zum Beispiel Immobilien in München haben sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt, verdreifacht. Aber ist die Immobilie jetzt irgendwie größer geworden? Ist der Garten größer geworden? Hast du noch 2 Stockwerke drauf bekommen? Nein, Pustekuchen. Du musst lediglich mehr Papierfetzen auf den Tisch legen. Warum? Weil der Euro an Kaufkraft verloren hat. Und das ist Diebstahl. Inflation ist nicht nur eine Steuer, sondern Diebstahl. Aber ist es nicht auch Angebot und Nachfrage, weil halt sehr viele in München kaufen wollen? Unter anderem natürlich auch, aber das Ganze wurde natürlich befeuert durch eine ganz lasche Geldpolitik der EZB. Das stimmt natürlich, durch Niedrigzinsen durch für die Reichen macht es natürlich einfacher, sich dann die 10. oder 100. Immobilie zu kaufen. Ganz kurz mal, das ist nämlich sehr spannend, Währung versus Geld. Jetzt verstehe ich, dass Wertaufbewahrung, dass jetzt der Euro sicherlich nicht die beste Wertaufbewahrung ist, Inflation, ja, schmilzt ja dann natürlich weg, aber muss eine Währung und Geld, muss das quasi dasselbe sein? Also wir haben ja Wertaufbewahrungsmethoden, auch jetzt, Bitcoin können wir dazu zählen, aber haben wir auch davor schon. Ich meine, ich kann ja in Aktien investieren, wo ich die Inflation reinverdiene. Ja. Gold, Kunst, Whisky, wie auch immer, es gibt ja sehr viele Sachen. Also muss das identisch sein? Wenn du deine Lebenszeit hergibst, die ja wirklich limitiert ist, da kann keiner dran drehen, und dann dafür ein Geld bekommst, was sich entwertet, würde ich sagen schon. Ich möchte das wertvollste Gut, das ich besitze, eigentlich nicht in etwas umtauschen, was entwertet wird durch die Politik oder durch die Notenbanken. Dafür ist es zu wertvoll. Weil da würde sich jeder überlegen, okay, gehe ich überhaupt arbeiten, wenn ich danach ein schlechteres Geld habe oder eine Währung habe, die sich entwertet und ich kann immer weniger dafür kaufen. Und dass wir das Ende unseres Geldsystems momentan live erleben, sehen wir ja, dass alles teurer wird und dass the genie is out of the bottle, dass wir nicht mehr irgendwie so leben können wie vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren konnte ein Alleinerziehender irgendwie die ganze Familie ernähren und jetzt müssen irgendwie beide Elternteile arbeiten und es reicht trotzdem noch nicht, um sich zum Beispiel Immobilien zu leisten im Speckgürtel Stuttgart oder München. Also es reicht einfach nicht mehr. Du kannst mit ehrlicher Arbeit nicht mehr reich werden, weil unser Geldsystem sich immer mehr zuspitzt. Steuern aber sicherlich auch. Über Politik müssen wir auch noch gleich reden. Also das ist wahrscheinlich eine Kombination von vielen Sachen, oder? Also natürlich auch Inflation und Co. Aber man muss natürlich auch sagen, wer hart arbeitet, wird ja auch extrem bestraft, oder? Ja, in Deutschland auf jeden Fall. Also Deutschland hat höchste Abgaben, höchste Steuerquote schlechthin. Es werden immer mehr. Es werden zwar keine Steuern erhöht, aber es werden neue eingeführt. Plastiksteuer, Kerosinsteuer, jetzt soll noch Solidaritätszuschlag für Ukraine kommen und was weiß ich alles. Also ein Gehirnfurz jagt den anderen, um diese ideologische falsche Politik, die wir halt seit Jahren leider betreiben, zu finanzieren und leidtragend. Das sind wir Bürger, wir, die Unternehmen, die Menschen hier in Deutschland. Und das wird leider immer mehr so werden, weil wir tendieren zum Sozialismus und das wird uns leider teuer auf die Füße fallen. Wir sehen ja schon Wohlstandsverluste. Deutschland ist in einer Rezession und Unternehmen teilweise wandern ab. Also Deindustrialisierung ist schon im vollen Gange.
Lass uns zur Politik gleich kommen. Sprechen wir mal über Bitcoin. Gerne. Das finde ich wirklich spannend. Und ich bin dem Bitcoin auch wirklich aufgeschlossen gegenüber. Ich bin ja selber auch investiert. Ich finde das ein sehr spannendes Projekt. Aber wir haben ja da teilweise ein bisschen das Problem, dass es fast schon ja religiös angesehen wird. Also die einen sagen, oh, was für ein Schmarrn und das hat keinen Wert. Und die anderen sagen 100% Bitcoin. Wollen wir heute vielleicht mal ganz rational drauf blicken. Bitte. Was ich zum Beispiel nicht verstehe, wenn wir jetzt mal uns eine Wirtschaft vorstellen, wir hätten jetzt Bitcoin als Geldsystem oder wie man das auch immer ausdrücken will, dann ist ja die Geldmenge begrenzt. Ja. Das ist ja das Reizvolle daran, was du ja auch mal propagierst, dass das quasi ja das Tolle daran ist. Wie kann ich denn da noch Wirtschaftswachstum haben, wenn quasi die Geldmenge begrenzt ist? Mhm. Dazu haben wir ein ganzes Kapitel geschrieben, die optimale Geldmenge, weil alle immer sagen, ja, in dem deflationären, also in dem limitierten Geldsystem kann es kein Wirtschaftswachstum geben. Stimmt so nicht. Auch da schauen wir gerne in die Vergangenheit. Wir hatten den Goldstandard im 19. Jahrhundert in Deutschland und zwischen 1865 und 1900 haben wir boomende Märkte gesehen. Die deutsche Wirtschaft ist gewachsen wie noch nie, war auf einmal Marktführer in vielen Dingen. Und es ist genauso auch bei Bitcoin durchaus möglich. Also auch in einem limitierten Goldstandard war das möglich, weil du hast ja, ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshis. Ja, also es gibt genug Satoshis für die ganze Welt. Und da muss einfach die Bepreisung eine neue sein. Vor 10 Jahren konntest du für einen Bitcoin eine Pizza kaufen, jetzt kriegst du den Tesla 3. Ja? Und wer weiß, vielleicht in 2 Jahren kriegst du ein ganzes Haus oder vielleicht sogar mehrere Unternehmen, die du kaufen kannst. Also da muss lediglich der Preis steigen in sozusagen oder der Gegenwert steigen gegenüber Bitcoin. Ganz klar. Deswegen okay, also ist der Denkfehler, dass man denkt, alle Bitcoin werden verteilt und dann kann man quasi nur noch von links nach rechts verteilen. Genau, und die Wertigkeit von Bitcoin, egal in was man es bemisst, wird einfach immer größer. So war es ja, wie gesagt, auch im Goldstandard. Okay, aber die Amis haben ja trotzdem damals den Goldstandard verlassen, weil man halt das Gefühl hatte, man ist in der Zwangsjacke. Also ja gut, weil der Vietnamkrieg zu teuer war, ja, weil die ganze Welt wollte das Gold auf einmal auch teilweise zurückhaben, weil man nicht mehr den Amerikanern getraut hat. Das Goldfenster wurde 1971 durch Nixon geschlossen. Das war ja auch ein Bruch des internationalen Rechtes. Und da wurde einfach klar, dass das gedeckte Geldsystem durch die USA als Garant nicht mehr garantiert war. Und dann haben die Franzosen Kriegsschiffe geschickt und haben gesagt, so, wir hätten lieber unser Gold wieder aus Fort Knox. Und dann hat es angefangen, dann hat er gesagt, okay, stopp. Und du kannst halt nur in einem ungedeckten Papiergeldsystem Kriege führen, du kannst nur so expansiv Schulden machen, wie halt das nicht möglich ist in einem gedeckten Geldsystem. Und deswegen hat Nixon einfach den ganzen Goldstandard ad acta gelegt und seitdem haben wir einfach dieses expansive Schuldenwachstum und sehen halt Ausuferungen, Finanzkrisen am laufenden Band. Was macht denn jetzt den Wert von Bitcoin aus? Er ist begrenzt, ja, aber begrenzt sind ja theoretisch viele Dinge. Also was macht für dich den Wert von Bitcoin aus? Er ist dezentral. Zum allerersten Mal wird Geld und Staat getrennt. So wie Martin Luther zum Beispiel die Kirche vom Staat getrennt hat, haben wir mit Bitcoin das allererste Mal, dass der Staat nicht sozusagen die Hoheit über ein Geldsystem hat. Und die Geschichte zeigt einfach seit 2000, eigentlich seit 5000 Jahren, dass diese Geldsysteme immer wieder scheitern. Zum Beispiel den Dollar haben wir schon erwähnt, 1971 Aufhebung des Goldstandards. Was war das Problem? Ja, die Politik war zu expansiv unterwegs, zu viel Kriege, zu viel Schulden. Also mussten sie das harte Cap rausnehmen und haben dann gesagt, wir drucken jetzt einfach out of thin air, also aus der Luft drucken wir einfach Geld. Bitcoin ist das allererste Mal, dass man ein dezentrales System hat, hinter dem halt keine Institution, keine Behörde, keine nicht demokratisch legitimierte Notenbank steht. Und es ist das demokratischste Geld, das die Menschheit jemals geschaffen hat und auch wirklich rar. Also egal, ob du homosexuell bist, ob du welche Hautfarbe du hast, wo du lebst, es ist ohne Vorurteile. Jeder kann Bitcoin benutzen und zwar ohne Zwischenpartei. Also du brauchst keine Bank, um Geld zu versenden. Du brauchst keine Erlaubnis. Du kannst es hinnehmen, mitnehmen, wohin du möchtest. Es ist grenzenlos und portabel. Und das macht Bitcoin schon sehr, sehr spannend. Und das finde ich eigentlich einer der Hauptparameter, warum Bitcoin so sexy ist, dass es praktisch das demokratischste Geld ist, was die Menschheit jemals erschaffen hat. Und das auch noch praktisch digital und limitiert. Chapeau. Also wirklich überlegen gegenüber allen anderen Geldsystemen, die wir bisher hatten. Wie würde es denn jetzt konkret gerade anders aussehen? Jetzt haben wir ja das Haushalts-Kasperle-Theater gesehen. Wir haben eine Schuldenbremse, wir haben auf der anderen Seite einen Investitionsstau, wir haben sehr viel Bedarf, Digitalisierung, Infrastruktur, Energie und Co. Was würde denn Bitcoin jetzt konkret verändern in der aktuellen Situation? Also die Politik könnte nicht so mit beiden Händen Geld ausgeben in einem fixen Geldsystem wie mit Bitcoin oder Gold, wie sie es aktuell können. Momentan, ich meine, es ist ja absurd, wir haben Schuldenkrisen, die sind durch Schulden entstanden und werden die gelöst durch noch mehr Schulden. Und der Staat hat 1,1 Billionen Steuereinnahmen in Deutschland. Noch nie gab es mehr Steuereinnahmen, aber es reicht trotzdem nicht. Das zeigt mal wieder, die Politik ist leider strukturell gierig, kann mit Geld nicht umgehen, kann auch nicht wahrscheinlich rechnen.
Handeln und braucht immer mehr Geld. Deswegen steigen trotzdem seit Jahren, obwohl wir Exportweltmeister waren, obwohl wir quellende Steuereinnahmen hatten, sehen wir, dass der Staat immer weitere Abgaben installieren muss, um die Löcher zu stopfen. Und der Höhepunkt war natürlich ein verfassungswidriger Bundeshaushalt, den wir noch nie in der Bundesrepublik hatten, was meiner Ansicht nach ein Skandal sondergleichen ist. Also eigentlich müsste die Hampel-Regierung, wie ich nenne, endlich die Konsequenzen ziehen und zurücktreten. Und die Proteste zeigen ja, die Menschen werden langsam ungeduldig und sagen, es reicht. Die Zustimmung für die Parteien oder für die Ampelparteien geht Richtung Null. Wir sind jetzt, glaube ich, bei noch 30%. Da hat selbst die CDU mehr alleine als Partei. Also wir sehen, die Unzufriedenheit wächst, weil halt historische Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Nicht nur erst in der Ampelregierung, sondern auch schon bei Merkel. Und das fällt uns jetzt alles leider auf die Füße. Und wir haben uns einfach vergaloppiert bezüglich den Prioritäten, die wir haben. Dass wir sagen, okay, wir müssen über die Toilettentür reden. Wir brauchen Pronomen, Gendern, Regenbogenflaggen und so weiter. Das bringt aber den Menschen halt kein Brot aufs Tablett. Und beim Bitcoin wird es dann gar keine Schulden mehr geben? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also, was würde dann konkret passieren? Also die Ausgabenwut der Politik wäre nicht mehr so gegeben, weil es gibt einfach einen limitierten Wert. Und also Bitcoin würde meiner Ansicht nach Krisen verhindern. Wir hätten weniger Inflation, weniger Spekulationskrisen und definitiv wahrscheinlich auch weniger Kriege. Weil Krieg geht nur mit einem ungedeckten Papiergeldsystem. In einem gedeckten... Warum? Weil ich dann immer mehr Geld drucken muss. Du kannst einfach Geld drucken. Ich meine, die Amerikaner können weltweit ihren Krieg exportieren. Warum? Weil jeder muss sich bei den Amerikanern verschulden. Die Amerikaner drucken einfach auf den Knopf und können, deswegen haben sie ja 34 Billionen Dollar Schulden, können jeden Krieg aus der Druckerpresse finanzieren. Mit Bitcoin keine Chance. Geht nicht. Aber theoretisch kann ich trotzdem wo einmarschieren, auch ohne... Ja, aber dann geht halt irgendwann das Geld. Alle. Das ist halt das Problem. Deswegen möchten die natürlich weiterhin dieses Privileg der Geldschöpfung aus dem Nichts innehaben, um halt weiter die Demokratie gewalttätig in irgendwelche Länder zu bringen oder halt der Hegemon zu bleiben. Aber wir sehen ja das Ende von Pax Americana. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach sieht, wir hatten 70, 80 Jahre lang Frieden und Wohlstandseffekte in der westlichen Welt. Warum? Weil wir einfach den Amerikaner als Weltpolizisten hatten. Aber dieses Pax Americana geht jetzt zu Ende, weil der Hegemon wird einfach herausgefordert von anderen aufstrebenden Mächten. Das ist Russland, das ist China, das ist Indien und die stellen jetzt halt den Hegemon als auch die Weltreservewährung Dollar in Frage. Wir sehen zum allerersten Mal, seit Jahrzehnten wird der Petrodollar nicht mehr bei allen Rohstoffdeals verwendet, weil die Russen, die Araber sagen ebenfalls, hey, wisst ihr was, wir nehmen auch Gold oder sogar Bitcoin. Und das heißt, wir kommen jetzt in eine neue Zeitrechnung. Und wenn du das verstehst, dass wir von einer unipolaren Welt, wo der Hegemon USA unangefechtet Nummer 1 war, in eine multipolare Welt kommen und dann in den Rückspiegel schaust, wie war es in der Vergangenheit mit Pax Britannica, dann siehst du einfach, sobald diese multipolare Welt kommt, dann geht die Weltwirtschaft eher Richtung Deglobalisierung, eher Richtung Protektionismus, eher Richtung Handelskriege und das Wirtschaftswachstum schwächt sich ab. Und momentan haben wir knapp 1,5% Wirtschaftswachstum weltweit, was eigentlich schon für eine Rezession spricht, weil natürlich die Schulden stärker steigen und wir müssten eigentlich viel stärker wachsen. Glaubst du wirklich, dass die Amerikaner jetzt schon den Höhepunkt hinter sich haben? Also der Dollar wurde ja schon, muss man sagen, da gab es auch schon vor 40 Jahren Schlagzeilen, das Ende des Dollar. Glaubst du, dass das jetzt wirklich kommt und warum? Also es tut sich viel, klar. Ja. Also es wird auf jeden Fall nicht leichter für die Amerikaner, aber sind die nicht nach wie vor sehr, sehr stark. Man muss sich ja nur die größten Unternehmen der Welt anschauen. Ich denke mal, ein Spiegelbild für den Zustand Amerikas ist der jetzige Präsident Joe Biden. Der ist offensichtlich demenzkrank oder einfach nicht mehr fit. Der ist 81 Jahre alt. Und ich glaube einfach, wir haben den Zenit des Hegemon USA gesehen, aber natürlich dauert es viel, viel länger. Auch da wieder im Rückspiegel der Geschichte, wenn wir uns 2000 Jahre Geldgeschichte anschauen, das Römische Reich, da hat es ungefähr 100 Jahre gedauert, bis dann eigentlich das Römische Reich auseinandergebrochen ist. Ja, aber es war vorher schon absehbar und so ist es auch jetzt. Es geht nicht von heute auf morgen, es wird ein Prozess sein. Der Dollar ist immer noch natürlich die Weltreservewährung, zuletzt sogar viel stärker im Gebrauch gewesen als der Euro. Der Euro ist weniger im Gebrauch weltweit gewesen, der Dollar wird mehr verwendet. Aber wir haben definitiv den Höhepunkt des Hegemon USA gesehen und es wird sich jetzt in den nächsten Jahren ausspielen. Würdest du dann jetzt auch verstärkt auf die Emerging Markets gehen? Natürlich immer eine Frage, spielt sich das jetzt schon in ein, zwei Jahren aus? Mhm. Das ist gerade schön beschrieben, wie lange das dauern kann. Trotzdem, Emerging Markets sind historisch günstig, gerade im Vergleich zu den Amerikanern. Ja. Für langfristige Investoren ist das ein Muss sogar?
Absolut. Also haben wir im Buch auch empfohlen, Brasilien, Indien, weil da siehst du auch noch eine gute Demografie und Wirtschaftswachstum geht meistens auch einher mit einer guten Demografie. Und die westliche Welt ist eher leider am Abschwächeln. Da sieht die demografische Kurve schlecht aus. Brasilien super günstig bewertet, sehr rohstoffreich und Rohstoffe, glaube ich auch, werden in Zukunft sehr stark performen. Da bekommst du halt Werte, die gut bewertet sind, die günstig sind und auch Zukunftsaussichten haben. Deswegen Emerging Markets würde ich auch übergewichten. Zu Rohstoffen kommen wir gleich noch ganz kurz beim Bitcoin bleiben. Der ETF, die Spot-ETFs. Wie bewertest du das denn? Ich bin zwiegespalten, ambivalent. Auf der einen Seite ist es natürlich ja eine Anerkennung von Bitcoin. Nach 15 Jahren hat er sich emanzipiert, ist in der Finanzwelt angekommen. Und du siehst auch, dass die Wall Street aufgegeben hat, ihn zu bekämpfen und zu diskreditieren. Auf der anderen Seite entspricht natürlich ein ETF all dem, was eigentlich Bitcoin bedeutet, nämlich wirklich seine eigene Bank zu sein, not your keys, not your coin und selbst die Verwahrung, selbst sich um das Finanzielle zu kümmern, das wieder auszulagern, ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich Satoshi Nakamoto im Kopf hatte, nämlich, dass man individuelle Freiheit erreicht durch Bitcoin. Jetzt ist es so, ich glaube, damit ist aber ein Kritikpunkt der Kritiker vom Tisch, nämlich, dass Bitcoin verboten wird. Weil jetzt ist es ein Bestandteil der Finanzwelt und ich glaube, wenn die weltgrößten Kapitalsammelstellen wie Fidelity oder FunEgg oder natürlich auch BlackRock Bitcoin als ETF haben, dann denke ich mal, wird es nie ein Verbot geben bezüglich Bitcoin. Die Angst kann man den Leuten jetzt nehmen. Aber auf der anderen Seite natürlich, vielleicht werden die irgendwann die Mehrheit haben bei Bitcoin, werden versuchen, das zu manipulieren. Wir alle wissen, dass natürlich Gold manipuliert wurde in der Vergangenheit. Da wurden auch große Finanzinstitute immer wieder zu Strafzahlungen herangezogen. Deutsche Bank. Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America und wie sie alle heißen, durch Spoofing und so weiter. Deswegen, die Gefahr kann natürlich gegeben sein. Auf der anderen Seite sind 19 Millionen Bitcoin oder mehr wie 19 Millionen Bitcoin schon emittiert worden. Diejenigen, die Bitcoin als Revolution, als Philosophie leben, die halten auch die Bitcoin, die würden auch nicht verkaufen bei steigenden Kursen. Das zeigt auch der Chart, den wir auch im Buch haben, dass 70% der Bitcoin seit mehr als einem Jahr gehalten werden und sich nicht bewegt haben. Das ist ein ganz klares Indiz, dass selbst wenn der Bullenmarkt kommt, die trotzdem daran festhalten, weil sie sagen, es ist ein neues Geldsystem. Wir glauben daran langfristig. Wir laufen Marathon und nicht nur Kurzstrecke. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Meilenstein bei Bitcoin für die Entwicklung, weil jetzt erstmalig können auch Menschen wie du und ich, die vielleicht eher Boomer sind oder keine Ahnung haben von technischen Apps und so ich weiter. Ich bin kein Boomer. Ich auch nicht. Guck mich an, die grauen Haare kamen nur durch den Stress mit dem Buch. Ich bin 30. Und dass die Menschen halt jetzt einfach auch durch das Vehikel ETF einfach in Bitcoin investieren können, keine technischen Hürden mehr haben und vor allem natürlich auch, dass die Pensionskassen, die Lebensversicherungen in den USA endlich auch die Regularien erfüllen, durch das ETF in Bitcoin investieren zu können. Wir reden davon hunderten Billionen, die da rumliegen. Und wenn die nur 1% in Bitcoin schieben würden, dann würde sich die Marktkapitalisierung von Bitcoin verdoppeln und verdreifachen. Deswegen bin ich mittelfristig, langfristig sehr, sehr positiv gestimmt. Und ich habe ja mal eine Aussage getätigt, dass Bitcoin sechsstellig wird in Fiat-Terms. Und da bleibe ich auch dabei. Das sehe ich immer noch. Aber das ist ja fast schon alter Hut, oder? Also das ist ja jetzt eigentlich schon, ja, wahrscheinlich in diesem Jahr zumindest möglich. Also langfristig, wo kann das hinführen? Also sechsstellig wäre 100.000. Katie Wood hat vor kurzem 650.000 gesagt, ne? Ich glaube, ihr Bullcase ist, glaube ich, 1,5 Millionen Dollar. Kann man ansatzweise einen fairen Wert oder zumindest ein fairer Wert, sagen wir mal, Kurspotenzial für Bitcoin bestimmen? Also, wo führt das hin in 5 oder 10 Jahren? Ganz einfach, du weißt, die Notenbanken können eigentlich unendlich Geld drucken. Jetzt musst du einfach unendlich geteilt durch 21 Millionen teilen und dann hast du die Antwort. Also die Frage ist halt, was bekommst du noch für 500.000 Euro irgendwann mal? Vor 10 Jahren hast du eine geile Villa hier im Vorort von München bekommen. Jetzt 500.000, kriegst du gerade mal so ein schäbiges Büro wie das hier. Spaß beiseite, kriegst du keine Garage. Selbst das ist deutlich teurer. Ja, genau, guck. Ja. Nee, aber was kriegst du für 500.000 Euro? Da kriegst du kein Einfamilienhaus mehr in München oder in Stuttgart. Da kriegst du in München vielleicht... Also, eine Wohnung vielleicht, noch eine kleine. Ich wollte sagen, eine Drecksbude, aber eine ganz, ganz... Ja, eine Einzimmerwohnung wahrscheinlich. Der Gerald Hörn würde sagen, Drecksloch kriegst du dann noch in München. Also, ne? Nicht mehr viel. Ja. Drehen wir die Sache mal um. Was müsste denn passieren, dass du nicht mehr an den Bitcoin glaubst? Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, was viele Menschen verunsichern würde, wenn Satoshi Nakamotos Wallet geleert werden würde. Da liegen 1,1 Millionen Bitcoin und die sind unbewegt seit über 15 Jahren oder 14 Jahren jetzt. 15 Jahren, ja. Und das würde, glaube ich, viele Menschen verunsichern, inklusive meiner Person. Das heißt, weil das ist ja der Mythos um Bitcoin, ne? Anonymer Erfinder, die Bitcoin liegen da auf seiner Wallet, das wäre schon krass. Das andere wäre natürlich, wenn vielleicht, keine Ahnung,
Bitcoin gehackt werden würde. Aber das ist ja angeblich nicht möglich. Ist es nicht, also, haben wir im Buch aufgezeigt, ist nicht möglich, selbst nicht mit der künstlichen Intelligenz oder Quantencomputern und so weiter. Aber ansonsten ist, ich bin jetzt halt 20 Jahren auf der Suche nach dem perfekten Geldsystem, weil ich einfach weiß, das Grundübel von den immer wiederkehrenden Krisen, der Akkumulation von Krisen, ist unser falsch gestricktes Geldsystem, dem Fiat-Schuldgeldsystem. Und ich dachte eine Zeit lang, es ist vielleicht der Goldstandard, war aber auch nicht zu 100%ig überzeugt. Und dann kam diese Geschichte, dass ich 2013 Bitcoin entdeckt habe. Und es war für mich so ein Aha-Moment. Ich war total on fire, habe meine Frau geweckt, die hat doch gemeint, hey, lass mich in Ruhe, lass mich scheiden, hau ab mit dem Scheiß, ja. Und seitdem brenne ich halt für Bitcoin, weil ich denke, es ist die Lösung für eine bessere Zukunft für alle Menschen, weil es wirklich ein demokratisches Geldsystem ist. Und viele Vorurteile und Mythen haben wir ja versucht, im Buch aufzuräumen. Ne? Nach dem Motto, es verwenden nur Kriminelle, es ist eine Tulpenblase, es verbraucht viel zu viel Energie und so weiter. Deswegen sind ja 2,5 Jahre Recherche in das Buch geflossen. Wir hatten 1500 Seiten, Mario. 1500 Seiten mussten zusammendampfen auf verständliche 600 Seiten. Und ich glaube, es ist uns vielleicht hoffentlich gelungen. Ich meine, der Leser wird es entscheiden. Goldstandard hast du gerade angesprochen. Was war denn an dem nicht perfekt? Und vielleicht noch anschließend die Frage, warum brauchen wir Bitcoin, wenn es doch eigentlich, ich weiß, digitales Gold, aber warum brauchen wir Bitcoin, wenn es Gold schon gibt? Also bei Bitcoin wissen wir einfach, es sind nur durch den mathematischen Code, durch den Algorithmus lediglich 21 Millionen Bitcoin, die bis 2140 geschürft werden. Nicht mal, knapp 21 Millionen. Davon sind schon wahrscheinlich 1 bis 3 Millionen für immer verloren. Bei Gold, wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erdkruste irgendwo schlummert. Pro Jahr kommen so zwischen 1 und 3% zusätzliches Gold zum bestehenden Gold auf der Erde hinzu. Das heißt, wenn irgendwann ein Meteor kommt, der komplett aus Gold ist, dann sieht das Stock-to-Flow-Modell bei Gold relativ negativ aus. Also dahingehend, es ist das einzige wirklich limitierte Gut, das wir benennen können. 21 Millionen, that's it, game over. Und in einer inflationären Welt brauchst du einfach limitierte Werte. Also entweder Werte, die durch die Natur limitiert sind oder durch die Mathematik. Also Gold, Silber, Diamanten, Land, Wohnungen, das ist alles limitiert. Aber Geld kannst du halt so viel drucken, wie Baumwolle wächst. Und Bitcoin ist halt definitiv limitiert. Und beim Goldstandard ist es halt so gewesen in der Vergangenheit, dass die Politik immer wieder dazu geneigt hat, entweder Münzverschlechterung zu betreiben, also im Römischen Reich, da wurde halt dann irgendwie ein bisschen dran rumgefeilt, also Clipping, oder halt Münzverschlechterung bedeutet, da wurden halt minderwertige Metalle dazugegeben, Kupfer und so weiter. Und irgendwann haben die Leute gesagt, so, das reicht. Dann haben sie halt irgendwie die Münzen nicht mehr so anerkannt und sind halt weggelaufen und haben irgendwas anderes gesucht. Und wir brauchen endlich diesen Wettbewerb der Geldsysteme, was ja auch Hayek gefordert hat. Und wenn wir den haben, dann kann sich der Mensch selber entscheiden, für welches Geldsystem er sich entscheidet. Ohne dass eine zentrale Stelle wie die EZB sagt, ihr müsst den Euro verwenden, ihr müsst den digitalen Euro verwenden. Wollen wir nicht. Wir wollen die freie Entscheidung haben über das beste Geldsystem. Und das ist dann die Schwarmintelligenz, die sagt, okay, nehmen wir Bitcoin oder irgendwas anderes. Lass uns mal über Rohstoffe sprechen. Du hast gerade schon Silber angesprochen. Und Silber ist auch was, was ich schon seit einigen Jahren im Depot habe und wo man sich eigentlich denkt, das müsste doch eigentlich schon durch die Decke gegangen sein. Also erstens, es ist natürlich auch in gewisser Weise limitiert. Es ist ein Sachwert und es wird ja für verdammt viele Sachen gebraucht. Mhm. Also ob das jetzt der Kühlschrank ist, bis hin erneuerbare Energien und Co., Solar und Co. Warum geht da nichts? Mhm. Also Silber ist sehr konjunkturabhängig. Und wenn man halt in einer Rezession ist, beziehungsweise wenn es nicht so läuft, dann wird halt Silber nicht so gut bepreist. Also Silber wird natürlich auch manipuliert, das werden jetzt viele Silbergläubige sagen, stimmt natürlich vollkommen. Aber wir hatten halt einfach eine Überproduktion auch teilweise. Es wurde einfach viel, viel mehr Silber produziert, als dann eigentlich dann benötigt wurde. Und parallel halt, sobald eine Krise kam, Euro-Crash oder Corona-Crash, dann putzeln die Preise für Rohstoffe überproportional zum Gesamtmarkt. Ist einfach so, weil die sehr konjunktursensitiv sind. Also Kupfer geht sofort runter, also Dr. Copper, Silber geht sofort runter und dann sitzt du halt jahrelang auf deinen Verlusten. Und jetzt hatten wir halt einen Bärenmarkt und der dauert halt einmal 10 oder 15 Jahre. Wir glauben, dass wir in den nächsten Jahren einen Rohstoff-Superzyklus sehen. Der hat schon begonnen. Ja, und der ist volatil, es wird auch wieder mal Korrekturen geben, aber tendenziell werden Rohstoffe, werden seltene Erden, werden fossile Energieträger wahrscheinlich den Gesamtmarkt outperformen. Das ist unser Best Case momentan. Und warum? Also, weil es knapp ist natürlich oder weil es mehr nachgefragt wird? Es sind mehrere Gründe. Der eine Grund ist natürlich geopolitische Spannung. Ich habe es vorhin erwähnt, wir kommen in eine multipolare Welt.
75% der Rohstoffe weltweit werden bei den BRIC-Staaten, vor allem China und so weiter, wenn die sagen, wir machen nichts mehr mit der westlichen Welt, wenn die die Häfen schließen, wenn die sagen Protektionismus oder Handelskrieg, dann haben wir ein kleines Problem. Wenn jetzt zum Beispiel im Roten Meer oder im Suezkanal da irgendwas weiter eskaliert, dann haben wir ganz schnell einen Ölpreis bei über 100 Dollar. Dann haben wir aber auch wieder eine zweite Inflationswelle, die ich ja auch erwarte im Laufe dieses oder nächsten Jahres. Und dann haben wir ein kleines Problem auch an der Zinsfront beziehungsweise bei den Schuldenständen. Und das muss man halt mit einkalkulieren. Und parallel sehen wir ja, dass man diese Klimaneutralität, dieses ganze Umweltschutz und grüne Transformation vorantreibt, auch mit Steuergeldern. Ob das Sinn macht oder nicht, können wir anders mal drüber reden. Aber da fließt das Geld rein. Da fließt das Geld momentan enorm rein. Das heißt, wir müssten zum Beispiel für die Klimaneutralität bis 2045 müssten wir viel, viel mehr Kupfer in den nächsten 20, 25 Jahren aus dem Boden holen, als die Welt in den letzten 2000 Jahren aus dem Boden geholt hat. Es ist schlichtweg nicht möglich, weil wenn du heute anfängst, eine Mine zu finden, bis du das erste Kupfer rausholst, dauert im Schnitt 19 Jahre. Ja? Und wir hatten eigentlich in den letzten Jahren eher zu wenig Investments in fossilen Energieträgern. Kohle geht gar nicht mehr, weil das ist ja nicht ESG-konform, ne? Beziehungsweise auch bei Metallen. Das heißt, es ist mathematisch eigentlich gar nicht möglich. Wir müssten jetzt eigentlich sofort anfangen und alle Energie da reinstecken, wird nicht passieren. Und aus dem Grund, weil die Nachfrage extrem hoch wird durch Blockchain, Digitalisierung, grüne Transformation, erneuerbare Energien, E-Mobilität, ja, aber das Angebot hier ist, wirst du einfach ein unglaubliches Beta haben auf diese Werte und dementsprechend werden halt Rohstoffe durch die Decke gehen, unserer Ansicht nach. Und werden wahrscheinlich auch dann die Big Seven zum Beispiel outperformen. Aber das wissen doch jetzt eigentlich schon viele, da müssten doch eigentlich schon viel mehr drin sein, oder? Das müsste man doch an den Kursen schon ablesen können, denn eigentlich... Aber das Sentiment ist doch eher gerade... Ist es doch fast schon No-Brainer, oder? Aber das Sentiment ist doch gerade momentan eher, hey, die Zinsen gehen definitiv runter, ich kaufe jetzt Anleihen, da habe ich sichere 5 oder 6%, ich kaufe auf jeden Fall die Big Seven, die Magnificent Seven und so weiter, das ist eine sichere Sache, die haben doch letzten 15 Jahre immer funktioniert. Also ich würde genau antizyklisch handeln. Also wenn alle sagen, das hier ist gerade der Konsensus, dann weißt du genau, kann nicht funktionieren. Genauso wie wenn alle sagen würden, ja morgen crasht die Börse, weißt doch genau, du bist auch schon lange ein alter Hase in dem Spiel, dann passiert's nicht. Jetzt. Also du glaubst, dass es nur jetzt, dass wir in der Bubble sind und das noch lange nicht sozusagen Mainstream, die Rohstoffwerte noch gar nicht angekommen ist. Guck doch mal vielleicht bei deinen Zuschauern, kann sich jeder mal selber fragen, wie viele Rohstoffe hat er denn im Portfolio? Ja gut, die sind auch schon in der Bubble teilweise. Ja, mit okay, drin kann sein. Ja. Aber wer hat denn Öl? Wer hat denn Gas? Wer hat denn Uranwerte? Im letzten Buch haben wir Uranwerte empfohlen, auch die Renaissance der Kernenergie ausgerufen. Da wurde drüber gelächelt. Uranwerte haben letztes Jahr neben Bitcoin alles outperformed. Oder fossile Energieträger. Also ich sage immer, investiert genau in das, was eigentlich die Grünen und die Sozialisten hassen. Also Öl, Kohle, Gas, Uran und dann natürlich Bitcoin. Also dann hast du eigentlich das perfekte Portfolio für die nächsten Jahre und meiner Ansicht nach werden die auf 5 bis 10 Jahre auch vieles outperformen. Natürlich mit Volatilität. Es wird turbulente Märkte geben und es wird immer wieder ein Auf und Ab geben. Atom und Uran, das ist ja wirklich super gelaufen. Jetzt werden ja viele Kernkraftwerke gebaut, aber können überhaupt so viele gebaut werden, wie geplant sind? Klappt das überhaupt? Ja, wir sehen jetzt momentan viele Projekte. Allein China baut über 50 Atomkraftwerke. Großbritannien, Frankreich, Polen, alle außer Deutschland sind jetzt wieder auf den Trichter gekommen, dass es eine grundlastfähige, auch emissionslose, saubere, grüne Energie sogar ist, von der EU sogar geadelt. Problem ist natürlich, dass wir halt in den letzten Jahren einfach keine neuen Uranminen generiert haben, weil der Markt war tot seit Fukushima und es wurde ja sogar verboten und abgeschalten. Und selbst Japan baut jetzt wieder Atomkraftwerke, obwohl die ja Fukushima hatten. Fakt ist, wir haben einfach ein Unterinvestment gehabt und damit natürlich auch unglaublich wenig Angebot im Uranmarkt. Und das spiegelt sich gerade auch im Uranpreis wieder. Der hat sich im letzten Jahr verdoppelt. Wir sind jetzt bei über 90 Dollar pro Pfund. Wir waren vor einem Jahr bei 40, 45 und die... 16-Jahreshoch, glaube ich. Ja. 16-Jahreshoch aktuell. Cameco und Kazatomprom, die größten Produzenten weltweit, haben ihre kompletten Produktionen bis 2027 komplett verkauft. Ja, also da geht einfach nichts mehr. Selbst wenn du anklopfst und sagst, ich habe 100 Euro, ich zahle 100 Dollar pro Pfund, sagen wir, hey, wir haben das ausverkauft und dementsprechend ist der Uranmarkt natürlich sehr aussichtsreich. Ich würde natürlich jetzt erstmal Korrekturen abwarten, weil der schon sehr heiß gelaufen ist. Die Aktien haben sich verdoppelt, verfünffacht, aber langfristig glaube ich sehr, sehr positiv. Was ist denn bei Rohstoffen so dein Favorit oder vielleicht ein Geheimtipp, wo du sagst, das haben viele so nicht auf dem Zettel, das wird am meisten überraschen. Gibt es da was, wo du sagst, da bin ich am meisten begeistert? Also am meisten begeistert neben Uran bin ich tatsächlich von Öl und Kohle.
Ja, weil Kohle, wie schon erwähnt, du kriegst gar keine Lizenzen mehr, gar keine Erlaubnis mehr, überhaupt eine Kohlemine zu eröffnen, weil es ja dreckig ist. Ne? Und da gibt es tolle Werte in Australien zum Beispiel, die jetzt nicht abhängig sind von China, sondern eher nach Japan liefern. Und die zahlen dann auch noch eine stattliche Dividende von über 9%. Und auch da sind die Produktionen teilweise ausverkauft bis zum Jahr 2025. Und bei Öl muss ich einfach sagen, also anscheinend glauben die ganzen Ölmultis wie Exxon und Chevron auch noch an die fossile Energieträger. Warum? Weil die machen gerade Übernahmen im Ölbereich, aber auch im Gasbereich. Klar machen die ein bisschen Greenwashing und sagen, ja, wir bauen noch ein paar Solarpaneele und ein paar Windparks. Aber im Endeffekt, die machen richtig Cash mit Öl und Kohle und Gas. Lass uns gleich noch zur Politik kommen. Abschließend schließen wir das Aktienbörsenthema ab. Da bist du jetzt eigentlich ja für viele Sachen relativ bullisch. Ja. Wie siehst du die Börse generell? Also fällt für dich der große Börsencrash aus oder? Nee, nein, ganz im Gegenteil. Du bist doch noch der Crash-Prophet. Ja, ich warte darauf. Nee, ich bin Schwabe, Mario. Ich kaufe einfach gerne günstig. Ja? Also ich kaufe im Winter kaufe ich Sommerklamotten und im Sommer kaufe ich Winterklamotten. Ich kaufe natürlich auch lieber Aktien, wenn sie günstig sind. Also eine Microsoft kaufe ich gerne, aber wenn sie 50% günstiger ist, dann kaufe ich sie noch viel, viel lieber. Ne? Also dahingehend glaube ich einfach, man sollte immer antizyklisch kaufen und momentan sind die Märkte einfach sehr hoch bewertet. Punkt aus. Ist so. Aber nicht nur der amerikanische Markt, der Rest, Emerging Markets zum Beispiel, ist ja jetzt historisch günstig. Die sind günstig, da kaufe ich auch. Also kaufe ich mir mal eine Petrobras oder kaufe mal einen ETF und so weiter. Aber ich würde jetzt zum Beispiel jetzt nicht mehr in die USA so groß investieren oder in andere Märkte, weil die einfach nach vielen Parametern teuer sind. Und wie du gesagt hast, gegenüber dem S&P 500 ist der brasilianische Aktienmarkt super günstig wie noch nie. Deswegen würde ich da auch investieren. Und genauso Rohstoffe. Rohstoffe sind auf einem Allzeittief gegenüber dem S&P 500. Aber verzerren da nicht die ganz großen Werte? Die sind natürlich super gelaufen. Und da haben wir natürlich letztes Jahr auch schon wieder durchaus Gier gesehen. Nvidia und Co. Und natürlich muss man sagen, die steigern auch die Gewinne enorm. Verzerrt das nicht sehr? Der Russell 2000, der ist ja dann auch auf breiter Ebene nicht so teuer. Oder wir müssen ja nur nach Deutschland schauen. Mhm. Das ist jetzt keine Empfehlung, aber die BASFs und Bayers und Co., die sind ja jetzt auch nicht gerade heiß gelaufen. Ja, das stimmt tatsächlich. Und die Magnificent Seven sind einfach ein Klumpenrisiko. Die sind stark gestiegen, ist auch klar, weil jedes ETF muss da investieren. Klar. 62% des MSCI ist die USA. Und von diesen 62% sind über 30% 7 Aktien. Ich meine, das ist eine Konzentration von Firmen, das gab es noch nie. Noch nie. Wir hatten in den 70er Jahren Nifty 50 Blase, da waren es 50 Unternehmen. Wir hatten die Telekom Blase Anfang der 2000, da waren es ungefähr 100 Unternehmen. Aber jetzt haben wir nur 7 Unternehmen, auf die irgendwie 30% der Marktkapitalisierung von MSCI geht. Das ist schon absurd. Und deswegen, wenn da irgendwann mal eine Korrektur passiert, dann werden die Aktien natürlich als allererstes verkauft. Und dann ist die Tür so groß und alle wollen raus. Und deswegen würde ich antizyklisch immer auch da halten. Also wer da gute Gewinne hat, soll auch mal ein paar Gewinne mitnehmen. An Gewinnmitnahme ist auch keiner arm geworden. Oder Stop-Loss setzen und versuchen auch Gegengewichte aufzubauen, weil es wird irgendwann passieren. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber muss es immer der große Crash sein? Also man denkt ja immer so 1-0. Ja, das ist ja dann auch kein Crash, oder? Ist das ein Crash? Bärenmarkt. 20, ja, gut. Aber haben wir 2022 auch schon gesehen. Mhm. Wer hatten ja eigentlich schon zwei Crashes? Corona? Mhm. Und Corona war heftiger, das waren ja 50% eher. Ja, das war ja schon heftig. Ja, so 35 so und dann das Russlandjahr und die Inflation. Mhm. Also eigentlich haben wir zwei Crashes schon gesehen. Ja, also kommt darauf an, wie du Crash definierst. Ich denke einfach, dass wir jetzt halt an der Zinsfront einige Überraschungen erleben werden. Ich glaube, dass die Zinsen nicht so schnell fallen? Oder genau, erwarten ja alle. Alle erwarten, wir haben jetzt 7 Zinssenkungen dieses Jahr und dann kommt doch richtig Liquidität ins Spiel. Problem ist, auch da wieder im Rückspiegel der Geschichte, Zinssenkungen waren eigentlich immer negativ für den Aktienmarkt. Nicht immer, oft. In den letzten 20 Jahren war es, also wir hatten immer negative. 95 hat es gut funktioniert. 20 Jahre, genau. Also wenn du dir überlegst, die Notenbanken, senken die Zinsen ja erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Dann ist irgendwas ins Rutschen geraten in der Bankenwelt, in der Finanzwelt und dann wird die Notenbank erst aktiv. Das heißt, es ist eigentlich immer ein Kontraindikator, weil alle denken, oh, dann kommt Liquidität ins Spiel und dann gehen die Märkte noch höher. Die letzten 20 Jahre war es immer ein Kontraindikator. Sobald die Notenbanken die Zinsen gesenkt haben, musstest du eigentlich Aktien verkaufen, weil dann kam 6-12 Monate später der Crash. 2020 haben sie auch gesenkt. Da war es sicherlich auch eine, soll man es Panikreaktion nennen, weil natürlich alle die Buchse voll hatten, dass die Wirtschaft natürlich runtergeht, was auch stimmt, aber da ist es ja erstmal massiv
Also da sind wir quasi erstmal durch die Decke geschossen. Da hatten wir aber auch fiskalisch noch Billionen, die ins System gepumpt worden sind. Da hatten wir zum allerersten Mal nicht nur die monetäre Seite, sondern sogar die politische Seite, die gesagt haben, wir müssen jetzt diesen Corona-Crash abpuffern, indem wir einfach auf einmal Programme installieren, die es zuvor noch nie so gab. Da wurden Billionen wirklich ins System gepumpt. Gut, das hat die Inflation dann natürlich richtig schön beflügelt. Also wir können es kurz machen. Bitcoin für dich auf die nächsten 10 Jahre der Outperformer schlechthin. Nicht immer, aber immer öfters. Und ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin generell wie auch die letzten 15 Jahre alles outperformen wird. Nichtsdestotrotz nie alles auf eine Karte setzen, kein Klumpenrisiko. Ja, also muss jeder selber überlegen, 1% oder 10%. Was ist für dich vernünftig in einem Portfolio? Muss jeder selbst beschreiben. Also wir haben jeder selbst entscheiden. Also eine ganz grobe Range. Also auf jeden Fall, es gibt eine empirische Studie, die hat gezeigt, wenn du 1% in deinem Portfolio in Bitcoin allokierst, dann hast du weniger Volatilität und eine bessere Performance. Und dieses 1% sollte definitiv jeder machen. Okay, ich glaube, 1% kann auch jeder vertreten. Also das sollte auf jeden Fall drin sein. Marc, lass uns noch ganz kurz über Politik sprechen. Du hast vorher schon gesagt, am besten das machen, was die Grünen und Sozialisten nicht gut finden. Wie würdest du die Lage gerade einschätzen in Deutschland? Also es sind sehr viele unzufrieden, wir sehen die Bauernproteste. Ja, wie würdest du es in einem Satz beschreiben, was gerade abgeht? Wir haben die schlechteste Regierung aller Zeiten, also auf jeden Fall zu meiner Lebzeit, seitdem die Bundesrepublik besteht. Ich nenne sie nur noch die Hampel-Regierung. Ich meine, wenn man halt einen Märchenbuchautor, um jetzt mal ein bisschen polemisch zu sein, einen Märchenbuchautor als Wirtschaftsminister einsetzt und eine Trampolinspringerin als Außenministerin, dann hat man irgendwann den Salat. Und wir sind jetzt einfach nur, 16 Jahre Merkel waren schon schlimm, wirklich schlimm. Das war eigentlich Stillstand. Und jetzt haben wir halt noch diese ideologisch verblendete Politik der Ampelregierung, die uns halt den Rest gegeben hat und die halt ja in 2 Jahren so viel Wohlstand vernichtet hat wie noch nie zuvor. Und deswegen sind die Proteste komplett berechtigt. Und ich finde tatsächlich, wir brauchen neue Wahlen, wir brauchen eine neue Regierung und die Menschen. Was soll dabei rauskommen? Horst hat vor kurzem gesagt, Horst Lüning, Neuwahlen wünscht er sich gar nicht, weil es kommt ja im Endeffekt nichts Neues dabei raus. Also was würde jetzt rauskommen? Gut, dann kommt die CDU zurück. Große Koalition wahrscheinlich. Ja, die es auch 16 Jahre nicht gerade brillant gemacht hat, oder? Hat Merkel nicht sogar mehr Anteil als jetzt die Ampel? Absolut. Die Merkel hat den ganzen Weg vorbereitet, leider durch historische Fehlentscheidungen und durch ihre stoische Art. Und die Hampel-Regierung hat halt uns den Rest gegeben. Ja, genau. Die hat durch Ideologie, durch halt irgendwelche völlig ideologisch verblendeten Entscheidungen. Ich bin auch nicht positiv gestimmt, was es angeht. Ich glaube, wenn wir noch 2 Jahre Ampelregierung haben, dann steht die AfD bei über 30% und dann wird der Unmut da draußen noch größer sein, dann haben wir noch mehr Kollateralschäden. Im Rückspiegel der Geschichte werden solche Sachen erst ausgelöst oder gelöst durch entweder Revolution oder Krieg, leider. Und das möchte natürlich keiner haben. Deswegen hoffe ich mal, dass wir es über friedliche Proteste hinbekommen, dieser Regierung zu sagen, tritt bitte zurück, wir brauchen Neuwahlen, dass dann die kommende Regierung auch dann den Ernst der Lage erkennt und Deindustrialisierung, grüne Transformation und das Ganze einfach stoppt und sagt, okay, wir müssen wieder gucken, dass wir Politik für die Menschen machen und nicht irgendwie ideologisch getrieben gegen die Menschen und sie gegen sich aufbringt, weil die Unzufriedenheit im Land ist überall zu spüren. Du bist ja auch jemand, der das System generell in Frage stellt. Das ist ja immer, da gehen bei vielen die Alarmglocken los, um Gottes Willen, das System wird in Frage gestellt. Aber ich muss sagen, einen Punkt, den sehe ich auch so, ideologisch, es ist ja jede Partei in sich ideologisch, oder? Mhm. Wie könnte man rauskommen aus diesem System? Also sind Parteien noch zeitgemäß? Nein. Wie kommen wir da raus? Ja, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Es ist ein Evolutionsprozess. Für uns ist das, was wir kennen, einfach das Maßgegebene. Aber nichts ist in Stein gemeißelt. Also wenn du überlegst, 5000 Jahre Menschheitsgeschichte, was wir alles hatten, Monarchien, Diktaturen etc. pp. Und es gab ja vor kurzem auch die Aussage, dass die Demokratie, die wir momentan haben, vielleicht auch nicht das Ende der Fahnenstange ist, dass sich das auch weiterentwickelt. Natürlich kann auch die Regierungsart und die Regierungsform sich weiter evolutionär weiterentwickeln und daran glaube ich. Und deswegen ist Bitcoin ja auch so brillant, weil Bitcoin ist ja ein Kind der Krise. 2008 entstanden während der Finanzkrise, weil einer gedacht hat, hey, wir brauchen vielleicht ein anderes Geldsystem und wir müssen vielleicht auch neu denken, was das Parteiensystem angeht. Ich glaube tatsächlich, dass das Parteiensystem, das sind ja nur noch eigentlich Karrierebuten und federale Wirtschaft, dass die nicht mehr zeitgemäß sind. Weder du noch ich, die ja jetzt nicht gerade irgendwie dumm sind, glauben daran, dass die Parteien wirklich was ändern können. Und deswegen brauchen wir vielleicht neue Lösungen und die werden sich ergeben, meiner Ansicht nach. Was würde Bundeskanzler Friedrich ändern, wenn er morgen dürfte? Sofort? Sofort? Über Nacht? Das sind so viele Sachen. Also Freibier für alle. Nein, Spaß beiseite. Ich würde erst mal sagen,
dass wir Amtszeitbegrenzung einführen tatsächlich, dass wir diese Berufspolitiker ad acta legen. Ich würde aus dem Euro austreten. Ich würde Steuern massiv reformieren und zwar nur noch eine Steuer und dann noch 10%, die ich freiwillige spende. Als Steuer, Steuer auf was? Auf also nur Verbrauchsteuer. Eine okay. Steuer, Konsumsteuer. Eine Konsumsteuer, die man dann auch praktisch direkt an der Ladentheke abgeben kann. Ja, oder muss viel mehr. Du brauchst keinen Steuerberater mehr, brauchst keine Finanzämter mehr. Du würdest 90% der Finanzbeamten irgendwie zur wirklich produktiven Arbeit schicken. Es würde alles vereinfachen, kein Papierkrieg mehr. Sag mal 10% Konsumsteuer, Basislebensmittel, Brot, Butter, Milch, alles gesunde Nüsse, 0%, alles was ungesund ist, dann 10% und dann muss man noch 10%, den Zehntel praktisch seines Einkommens noch praktisch spenden als Steuer und zwar dahin, wo ich es möchte, Infrastruktur, Kindergärten, gendern, whatever. Gendern würdest du nicht vergeben. War ein Spaß, ich will nur divers sein und open-minded. Du bringst ja auch oft den Satz, go woke, go broke. Ist so. Wie konntest denn da so weit kommen. Ich kann kurz was verraten, nicht zu viel, aber wir haben vor dem Interview uns ein bisschen ausgekotzt, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ja, dass es faszinierend ist und das ist, glaube ich, auch ja, der Grund, warum hier dieses Video wahrscheinlich wieder erfolgreich ist, warum dein Kanal sehr erfolgreich ist, kann ich euch auch nur empfehlen, verlinke ich natürlich danke. Auch unten in der Videobeschreibung. Und ja, du hast oft kontroverse Thesen und das schätze ich auch sehr an dir. Ich stimme da auch nicht mit allem überein und du schießt da vielleicht auch mal nur ja, übers Ziel hinaus, aber das ist ja auch wichtig, dass man diskutieren kann und viele in Politik oder Unternehmen hat man das Gefühl, die sind ja alle komplett gleich gebügelt. Wie kam das so aus deiner Sicht? Also, dass wir hier YouTube machen müssen, damit man noch ein bisschen exakt. Offen diskutieren ja. kann, damit man auf neue Ideen kommt und der ja. Rest ist halt teilweise wirklich ja wie auf Schlaftabletten, ja. wie unter Droge. Mhm. Also erstmal so? Großes Lob an dich, dass wir hier diesen Diskurs überhaupt führen können, dass man auch den Debattenkorridor ausweitet, dass man auch andere Meinungen zulässt. Ich glaube, das ist wirklich die Pest der letzten Jahre, dass man einfach nicht mehr den Diskurs zulässt, dass es nur noch eine Meinung gibt und das ist die einzige Meinung. Das ist wirklich wie so ein Albtraum von George Orwell 1984, ne? Das ist Meinungsministerium. Und ich glaube, es hat begonnen tatsächlich so 2008, Finanzkrise, dann kam irgendwie die Eurokrise, dann kam die Flüchtlingskrise, dann kam die Corona-Krise und es wurde einfach keine andere Meinung mehr zugelassen, dass man einfach einen verengten Meinungskorridor hatte und alles, was nicht dem Narrativ entsprochen hat, war dann sofort rechts oder Nazi und damit entzieht man sich auch der Argumentation und der Debatte. Und das ist die Gefahr einfach und deswegen haben wir das gesehen. Also auf einmal gab es überall Regenbogenflaggen, auf einmal wer gegen Corona war oder nicht gegen Corona, aber wer gegen den Lockdown war, gegen die Masken war, gegen die Impfung war, war sofort irgendwie rechts geframed. Und jetzt wachen die Leute langsam auf und merken, hey, irgendwas stimmt ja nicht, weil alles, was uns versprochen wurde, ist nicht eingetreten. Also die Sonne schickt doch anscheinend eine Rechnung und der Wind genauso. Also die grüne Transformation macht ihren Strom eben nicht billiger. Der Atomausstieg war doch keine gute Idee. Vielleicht fühle ich mich besser, aber der Strom ist teurer geworden. Oder Inflation ist doch gekommen. Oder die Impfung hat doch Nebenwirkungen und so weiter. Und jetzt wachen die Leute langsam auf und glauben nicht mehr, was dann von ARD, ZDF und den Mainstream-Medien propagiert wurde. Selbst Klaus Kleber vom Heute-Journal hatte zugegeben, dass man ungefiltert 1:1 die Nachrichten oder die Informationen des Bundeskanzleramtes weitergegeben hat während der Corona-Zeit. Und das ist natürlich eine Bankrotterklärung für einen objektiven Journalisten. Und deswegen ist das, was du machst und was wir machen, die Zukunft. Weil wir authentisch sind. Wir werden nicht bezahlt. Wir haben kein Narrativ, das wir vertreten müssen. Wir sind nicht irgendwie ideologisch getrieben. Also ich kann nur jetzt von mir sprechen. Und so wie ich dich kennengelernt habe, sehe ich das auch bei dir so. Dass ich glaube, dass du ehrlichen Herzens bist. Und das merken die Menschen, dass wir authentisch sind. Dass wir so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Dass wir nichts vom Teleprompter ablesen oder auswendig gelernt haben. Dass wir Tacheles reden, dass wir den Finger in die Wunde legen. Dass wir auch mal unangenehme Themen ansprechen. Und das wissen die Leute einfach jetzt zu schätzen, weil sie aufwachen. Weil wir in dieser Zeitenwende sind, den wir im Buch ja auch beschreiben. Das ist ein Paradigmenwechsel. Ist eine neue Zeitrechnung. Wir alle spüren doch intuitiv, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Und dass wir nicht mehr in der Welt vor Corona sind. Und das kommt jetzt in den nächsten Jahren. Und ich glaube, einige werden wirklich aufwachen, hartes Aufwachen haben, dass wir gerade die Matrix verlassen und dass die alte Welt nicht mehr funktioniert, dass wir angelogen worden sind, dass das Geldsystem nicht mehr funktioniert. Deswegen brauchen wir neue Lösungen wie Bitcoin und vielleicht auch neue Parteien, neue Regierungsformen. Und das ist eigentlich unglaublich spannend, weil wir gerade live in Farbe in der ersten Reihe Geschichte erleben, aber natürlich auch mit Schmerzen verbunden, diese Katharsis zu erleben. Aber ich bin dankbar, dass wir beide das gemeinsam erleben dürfen und wirklich als Zeitzeugen mitbekommen. Wir reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Das kann ich nur unterschreiben. Das wäre jetzt schon das perfekte Schlusswort, Marc. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben. In Whisky investieren. Da wird Horst jetzt ganz blass werden. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss.
Wie macht man das am besten? Also investierst du dann wirklich, du investierst ja glaube ich auch schon länger, kauft man die Flaschen dann und man muss ein bisschen Ahnung haben wahrscheinlich und stellt die dann zu Hause ins Regal oder wie läuft das? Ja, genau so, genau so. Also Whisky ist... Und nicht trinken natürlich. Ja, das ist, dann hast du halt nur 40% garantiert, ja, und einen Kater am nächsten Tag. Nee, also Whisky ist tatsächlich spannend und ich habe es, ich glaube, ich im vorletzten Buch auch, hat Horst ja auch einen Gastbeitrag geschrieben und Whisky war in der letzten Dekade das zweiterfolgreichste Investment nach Bitcoin. Du hattest eine jährliche Rendite von 58,6%. Ganz einfache Rechnung, wenn du eine Flasche hast, die ist auf 1000 Flaschen limitiert und irgendein verrückter chinesischer Milliardär oder so ein Araber macht die Flasche auf, weil er angeben möchte, dann steigt deine Flasche im Tresor oder im Keller natürlich automatisch an Wert. Und am besten investieren kann man natürlich entweder direkt über die Flasche, dass man die Flasche einfach kauft, in den Keller stellt und abwartet. Wenn man ein bisschen mehr Geld hat, kann man auch ganze Fässer kaufen, gibt es auch Möglichkeiten. Ne? Aber für den normalen Retailer, also für mich, für eine kleine Nummer, der kauft einfach sich eine Flasche und nach ein paar Jahren hat er sich verdoppelt und dann verkauft man die wieder. Also wirklich ein tolles Investment nach wie vor. Vor allem die Gewinne sind nach einem Jahr steuerfrei. Ganz wichtig, finde ich sehr spannend, keine Abgeltungssteuer. Und im Notfall kannst du es auch trinken oder tauschen, ist auch eine Tauschwährung. Und parallel kannst du auch noch teilweise anonym, völlig legal, Whisky kaufen, Ware gegen Geld und somit bist du auch erstmal aus dem Radar raus. Sehr schön. Marc, herzlichen Dank, das hat großen Spaß gemacht. Sehr kurzweilig, ich danke dir und ich komme gerne wieder. Herzlichen Dank, sehr gerne. Und wenn ihr Marc wieder sehen wollt, gerne Daumen hoch. Und ich bin sehr gespannt auf die Kommentare. Ich glaube, da haben wir einigen Stoff geliefert. Und wer sich wundert, nein, ich habe mir nicht die Stimmbänder operieren lassen. Ich bin einfach ein bisschen erkältet. Du hast gesagt, das klingt sexy. Also ich hoffe, man hat mich... Ich bin verheiratet. Gut verstanden. Marc, danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.